Jetzt. Ja, nochmal herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Klimagerechtigkeit, die komplexe Beziehung von Klimawandel und Menschenrechten. Ich möchte kurz vorstellen, was ich heute Ihnen und euch darstellen möchte. Ich möchte zunächst die Ursachen des Klimawandels erläutern. Und dann im zweiten Schritt auf die Auswirkungen des Klimawandels, auf die Verwirklichung der Menschenrechte auf Nahrung und Wasser im Besonderen eingehen. Kurz die Verursacher des Klimawandels oder die wesentlichen Verursacher des Klimawandels benennen und dann dazu überleiten, welche menschenrechtlichen Staatenpflichten sich daraus eigentlich ergeben. Und leider ist es so, dazu komme ich dann im Folgenden, dass auch durch klimapolitische Maßnahmen es zu Menschenrechtsverletzungen immer wieder kommt. Das möchte ich kurz an einigen Beispielen darstellen und dann ein Fazit daraus ziehen. Und im Anschluss daran ist, wie gesagt, Zeit, Gelegenheit für Nachfragen und auch für Diskussionsbeiträge. Ja, die Ursachen des Klimawandels. Der Klimawandel zeigt sich am deutlichsten messbar am Temperaturanstieg, und zwar am durchschnittlichen und langfristigen Temperaturanstieg. Die Grafik, die Sie hier sehen, zeigt den Temperaturanstieg oder Temperaturmessungen erstmal von 1880 bis 2017. Und man sieht, dass, obwohl es Schwankungen gibt, aber der Trend eindeutig nach oben geht und 2017 sich in etwa 0,8 Grad Celsius erhöht hat im Vergleich zu 1880. 1880, sozusagen, ich sag jetzt mal allgemeiner, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der ja die Industrialisierung begann. Und wir sprechen eben von dem Klimawandel, vor allen Dingen in der Hinsicht, unter dem Aspekt des sogenannten menschengemachten Klimawandels oder anthropogenen, das Fremdwort dafür, das Fachwort dafür, Klimawandels. Klimawandel hat es schon immer gegeben, das ist richtig, aber er vollzieht sich jetzt seit der Industrialisierung eben sehr, sehr schnell. Viel schneller, als er das in der Zeit davor, in den Jahrtausenden, Millionen Jahren davor getan hat. 0,8 Grad Celsius, denkt man sich im ersten Moment, ging mir auch so. Ist doch gar nicht so viel. Warum ist das schon besorgniserregend? Warum spüren wir und andere Leute in anderen Regionen ja auch schon vielleicht die Folgen dieses Klimawandels? Es ist zwar zahlenmäßig wirkt es nicht viel, aber wenn man sich klar macht, dass der Unterschied von der letzten Eiszeit, in der die Gletscher bis in das heutige Norddeutschland sozusagen oder Nordeuropa existierten. Der Unterschied zwischen dieser Eiszeit und der heutigen sogenannten Warmzeit beträgt in Temperatur in Grad Celsius umgerechnet nur 5 Grad. 5 Grad Celsius ist der Unterschied zwischen diesen extremen klimatischen Unterschieden und dann ist eben 0,8 Grad Celsius doch schon eine Menge. Die Ursache für diesen Temperaturanstieg, für diesen durchschnittlichen Temperaturanstieg sind die sogenannten Treibhausgase, vor allen Dingen darunter Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und auch Lachgas. Die sind unterschiedlich, ja, tragen unterschiedlich stark zu dieser Erderwärmung bei. Lachgas und Methan deutlich stärker als CO2, also Kohlendioxid, aber zur Vereinfachung der Berechnung der Treibhausgase wird heute von der Wissenschaft zumindest alles immer in CO2 umgerechnet. Deswegen sind sehr viele Angaben in der Regel einfach schlicht vereinfachend in CO2. Ja, welche Wirtschaftssektoren tragen welchen Anteil an diesen Treibhausgasausstößen? Das ist hier eine Grafik, die auf Daten des Weltklimarats beruht. Demnach ist der größte
Sektor, der zu diesen Treibhausgasausstößen beiträgt, Strom- und Wärmeerzeugung, die nämlich ein Viertel der gesamten Treibhausgasausstöße verursacht. Als zweites mit 24%, also knapp darunter, sind Land- und Forstwirtschaft beteiligt. 21% dient der Industriesektor, der Verkehr, 14% und sonstige Bereiche, wie zum Beispiel auch Haushalte, 16%. Wir beschäftigen uns ja als Menschenrechtsorganisation mit dem Recht auf Nahrung natürlich sehr stark mit dem Thema der Land- und Forstwirtschaft. Und wenn man diese Zahlen, die jetzt da steht, 24% für Land- und Forstwirtschaft nochmal unterteilt, in was ist denn nun Landwirtschaft, was ist Forstwirtschaft, dann sagen die Experten, wenn man allein sich die Produktion von Nahrungsmitteln durch die Landwirte und Landwirtinnen anschaut, dann sind es ungefähr 12%. Allerdings, wenn man sich die gesamten Ernährungssektor anguckt, und das zeigt die nächste Grafik, sieht die Zahl ganz anders aus. Für den gesamten Ernährungssektor, wenn man dazu berücksichtigt, dass für die Anlage von Äckern inzwischen auch Wälder abgeholzt werden, oder Moore trockengelegt werden, wodurch auch eben Treibhausgase in die Atmosphäre geraten. Wenn man guckt, dass Lebensmittel ja inzwischen rund um den Globus transportiert werden. Ja, wir hier in Deutschland, wer jetzt in den Supermarkt geht, sieht zum einen natürlich unheimlich viel Gemüse aus Spanien jetzt vor allen Dingen, aber letztens hatte ich auch Zwiebeln aus Ägypten. Wir essen gerne Südfrüchte, die Avocado aus Mexiko oder Peru. Also Lebensmittel werden rund um den Globus transportiert. Wenn man diese Transportkosten dazu rechnet, wenn man dazu rechnet, Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln, die Kühlung, die ja notwendig ist, über ja, einmal den Transportweg, aber eben auch in den Geschäften, bis hin zur Entsorgung des Abfalls, dann ist der Beitrag des ganzen industriellen Ernährungssystems zu den klimaschädlichen Treibhausgasausstößen etwa 43 bis 56%, nach Berechnungen jedenfalls von La Via Campesina und Crane. Also der Nahrungsmittelsektor insgesamt trägt etwas, wahrscheinlich um die Hälfte der gesamten Klimaausstöße bei, spielt also eine ganz bedeutende Rolle. Ja, wie wirkt sich das denn nun aus, abgesehen davon, dass die Temperatur steigt? Wir haben also die Erhöhung der mittleren globalen Lufttemperatur, die aber immer wieder auch nicht nur, also die nicht nur im Durchschnitt nach oben geht, sondern die immer wieder auch zu extremen Hitze-Extremwerten führt. Also wir in Deutschland sind ja auch, wenn Sie auch gehört haben, immer wieder im Wetterdienst, bei den Wettervorhersagen, wird gesagt, ja, wir hatten den heißesten April, den heißesten Monat Mai seit Aufzeichnung der Temperaturdaten. Das heißt, es gibt immer mehr extreme Hitzen. Und das ist eben nicht nur bei uns so, sondern auch gerade insbesondere in Ländern um den Äquator. Wir haben zunehmende Schwankungen der Niederschläge, die über langen Zeitraum oft ausbleiben, wie in diesem rechten Bild, was ich hier zeige, was ein ausgetrocknetes Flussbett zeigt, bis hin zu auch eben dann plötzlichen andauernden Niederschlägen und Extremwetterereignissen wie ganz heftige Regenschauer. Das zeigt das Bild auf der linken Seite, eine Überschwemmung in Haiti. Und durch den Temperaturanstieg schmelzen Gletscher ab und auch die Polareiskappen schmelzen ab. Das führt zu einem Anstieg des Meeresspiegels, auch dadurch, dass sich durch die Erwärmung der Lufttemperatur auch nach und nach das Wasser erwärmt und sich ausdehnt. Und wir erleben eben auch zunehmende Wetterschwankungen, das heißt schlagartigen Temperaturanstieg oder Temperaturabfall in einer Form, die oder in einem Ausmaß, in einer Intensität und einer Häufigkeit, die es früher nicht gab. Und Wissenschaftler sagen, prognostizieren, dass sich zum Beispiel pro Grad Celsius Erderwärmung,
die Trinkwasserressourcen, die sich erneuern durch Regenzufluss, für 7% der Weltbevölkerung verringern werden, um jeweils pro Grad um 20%. Sie sagen, dass Ernteverluste vor allen Dingen in den Regionen um den Äquator bereits von ab 1 bis 2 Grad Celsius auf jeden Fall zu spüren sein werden. Und bei einer durchschnittlichen Erderwärmung, Temperaturerwärmung um 2 Grad Celsius wird es flächendeckend global zu Ernteverlusten kommen, werden die Erträge zurückgehen und auch überall werden die Ressourcen des Trinkwassers zurückgehen. Feuchte Regionen werden in Zukunft noch feuchter werden, sind die Vorhersagen der Experten und Expertinnen. Und trockene Regionen werden noch trockener werden. Also da wird vor allem in trockenen Regionen wird eben noch weniger Landwirtschaft, Nahrungsmittelanbau in Zukunft möglich sein. Es wird eben zu vermehrt zu Stürmen kommen, die eben auch zu Ernteausfällen führen, dadurch, dass Getreide umknickt, Bäume umknicken, umstürzen. Es wird durch die Meereserwärmung auch zur Zerstörung von Korallen kommen, was wiederum langfristig auch heißt, dass Fische in bestimmten Regionen nicht mehr genügend Nahrung finden, also auch der Fischfang zurückgehen wird. Und durch diese extremen Wetterlagen auch Infrastruktur zerstört wird. Also durch Überschwemmungen werden Straßen weggespült, werden Brücken beschädigt, kippen Strommasten um, sodass auch zum Beispiel gerade in solchen Notsituationen nach so einem Unwetter es in der Zukunft, wenn der Klimawandel nicht aufgehalten wird, es immer schwieriger wird, die Menschen auch humanitär zu versorgen, mit Lebensmittelhilfe zum Beispiel oder mit Trinkwasser. Es wird dazu führen, sagen die Experten des Weltklimarats vor allen Dingen, dass auch fruchtbares Tiefland, was sozusagen nur knapp über Meeresspiegelhöhe liegt, überschwemmt wird von Meerwasser und dass dadurch auch fruchtbare Ackerböden versalzen und auch langfristig die Gefahr droht, dass das Grundwasser versalzt. Mit diesen Folgen hat sich unter anderem der UN-Sonderberichterstatter John Knox beschäftigt. Er ist der UN-Sonderberichterstatter zu Menschenrechten und Umwelt, eingesetzt vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Und er hat in einem Bericht, den er an den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gerichtet hat, im Jahr 2016, gesagt, das ist eine Übersetzung von uns, der Klimawandel bedroht die Verwirklichung einer Bandbreite von Rechten, inklusive der Rechte auf Leben, Gesundheit, Wasser, Nahrung, Wohnen, Entwicklung und Selbstbestimmung. Das heißt, der Klimawandel ist eine sehr, sehr große Gefahr und Risiko eben für die Verwirklichung sehr vieler Menschenrechte. Ja, wer ist denn jetzt besonders betroffen von den Auswirkungen des Klimawandels? Das ist nicht gleichmäßig verteilt über die Erdkugel. Es gibt Regionen, die eben besonders stark betroffen sind. Das ist zum einen die Arktis. Entschuldigung. Das ist Afrika, vor allen Dingen Afrika südlich der Sahara. Das sind die kleinen Inseln im Pazifik und die asiatischen Flussdeltas. Und das heißt, es sind die Länder vor allen Dingen betroffen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, weil sie am geringsten industrialisiert sind, am wenigsten Industrie haben. Und weil die Menschen dort auch am wenigsten reisen, am wenigsten fliegen, weil sie dazu nicht die nötigen Mittel haben. Wenn man sich das nach Bevölkerungsgruppen anschaut, sind am stärksten betroffen indigene Völker, Kinder und Frauen auch. Indigene, weil sie in ihrer ganzen Lebensweise ganz sehr stark abhängig sind von ihrem natürlichen Lebensumfeld, von der Natur, von der natürlichen Umwelt. Frauen sind sehr betroffen, weil sie aufgrund der gesellschaftlichen Zuschreibung ihrer Rolle, der Versorger, der Familie, der Fürsorgetätigkeit, der Pflege von Angehörigen und natürlich auch von Kindern am wenigsten mobil sind.
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen hat zum Beispiel untersucht, dass 80% der Menschen, die zwangsweise umgesiedelt werden müssen aufgrund des Klimawandels, weil es eben dort, wo sie bisher gelebt haben, keinen Lebensraum mehr gibt für sie, weil ihr Leben in Gefahr ist, wenn sie dort bleiben, dass 80% dieser Menschen Frauen sind, weil sie eben nicht vorher schon die Möglichkeit haben oder weniger Möglichkeiten haben als Männer, aufgrund der gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen wegzugehen, woanders zu siedeln. Kinder sind natürlich auch betroffen, weil sie eben selber auch nicht so mobil sind, weil sie selber wenig vorhersehen können, die Entscheidungen treffen können über ihr eigenes Leben, abhängig sind von den Erwachsenen. Und diese Gruppen sind aber auch sozusagen das ist auch von der internationalen Staatengemeinschaft anerkannt, dass diese drei Gruppen besonders stark diskriminiert sind, dass da für diese drei Gruppen zum Beispiel auch im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens Arbeitsgruppen, Sonderarbeitsgruppen eingerichtet wurden, um die Folgen des Klimawandels für diese Gruppen nochmal besonders zu beleuchten und zu gucken, wie man da Vorsorge betreiben kann und um Abhilfe und um sie vor diesen Risiken zu schützen, weitgehend, soweit möglich zu schützen. Ja, wenn man jetzt auch nochmal guckt, wie ist denn die Möglichkeit der Staaten, sich vor den Folgen, den dargestellten Folgen und prognostizierten Folgen des Klimawandels zu schützen gegeben, dann sieht man, das ist eine Grafik, die ich aus der Huffington Post entnommen habe. Und da ist farblich markiert, je dunkler das Rot ist, desto weniger ist ein Land, ein Staat in der Lage, sich zu schützen vor den Folgen. Das kann daran liegen, an den natürlichen Gegebenheiten. Liegt aber auch an möglichen fehlenden Kapazitäten, die einerseits technisches Wissen sein können, Wissen darüber, wie man sich schützen kann, Zugang zu Technologien haben, und auch daran liegen kann, dass sie weniger finanzielle Mittel haben, um sich diese Technologien, dieses Wissen, dieses Know-how oder eben auch Firmen, die Projekte umsetzen können, einzukaufen. Und da sieht man, dass nicht nur die Staaten sozusagen vom Klimawandel am stärksten betroffen sind, die am wenigsten dazu beitragen, sondern dass genau diese Staaten auch am wenigsten Mittel haben, sich vor diesen Folgen zu schützen. Also, der Titel unseres Webinars jetzt hier ist Klimagerechtigkeit. Es handelt sich, wenn man das sich aus dieser Perspektive betrachtet, um eine große Klimaungerechtigkeit. Ja, wer sind die wesentlichen Verursacher des Klimawandels? Es sind, wie eingangs gesagt, der Klimawandel ist durch die Industrialisierung jetzt in diesem rasanten Tempo vorangetrieben. Und deswegen sind eben vor allen Dingen Industriestaaten die wesentlichen Verursacher des Klimawandels. Wenn man sich das nach jährlichem in CO2 umgerechneten Ausstoß von Treibhausgasen anschaut, dann ist zurzeit China als Staat der größte Verursacher, nämlich mit 11,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, also CO2-Ausstoß, gefolgt von den USA mit 6,6 Millionen Tonnen. Dann kommt als Staatenverbund die EU mit 4,3 Millionen Tonnen und dann Indien mit 1,8 Millionen Tonnen. Und ich habe die Zahl nochmal für Deutschland herausgesucht. Deutschland ist der größte CO2 oder Treibhausgasemittent innerhalb der EU mit 0,9 Millionen Tonnen. Wenn man sich das anguckt nach pro Kopf, also wenn man sozusagen den Treibhausgasausstoß pro Kopf berechnet, dann ist die Reihenfolge anders. Entschuldigung, ich muss mal gerade etwas trinken. Dann ist die US führt die USA die Rangfolge an mit 18 Tonnen, das ist pro Jahr, pro Kopf, Ausstoß. Deutschland hat 10 Tonnen pro Kopf und Jahr, China 8 Tonnen und Indien 2,3 Tonnen. Also Deutschland trägt wesentlich zum Klimawandel bei und trägt da eine wesentliche Verantwortung. Es gäbe noch eine dritte Betrachtungsweise, nämlich eine historische. Da würde China und Indien noch viel weiter nach unten rücken in der Rangfolge, weil China und Indien sozusagen erst nach und nach später zu Industriestaaten umgewandelt wurden, viel später als Europa oder die USA.
Entschuldigung. Ja. Aus dieser Verantwortung, das wesentlich zum Klimawandel beizutragen, ergibt sich und den Folgen des Klimawandels, die ich dargestellt habe, ergeben sich natürlich auch menschenrechtliche Pflichten, gerade und insbesondere für die Industriestaaten. Natürlich nicht nur, jedes Land hat eine Verantwortung, jeder Staat genau gesagt, aber die Industriestaaten haben natürlich eine besondere Verantwortung, denn Treibhausgase bleiben nicht sozusagen in einer Wolke über dem Staat hängen, von dem sie ausgestoßen wurden, sondern sie verteilen sich gleichmäßig um den Globus. Das heißt, von den Treibhausgasen, die aus Deutschland in die Luft gepustet werden, bekommen eben auch die Bewohner, Bewohnerinnen in afrikanischen Ländern, auf anderen Kontinenten, Lateinamerika oder eben auch Südostasien, die bekommen sozusagen die auch zu spüren. Die bleiben nicht in der Atmosphäre über dem Land hängen, das sie verursacht, sondern sie verteilen sich gleichmäßig um den Globus. Und wir sprechen ja bei den menschenrechtlichen Pflichten von der Pflichtentrias: schützen, Entschuldigung, respektieren, schützen und gewährleisten. Und jetzt greift hier beim Klimawandel, beim Klimaschutz vor allen Dingen zunächst mal die Schutzpflicht. Ja, das heißt, es ist eine Art Vorsorge. Im Umweltrecht würde das dem Vorsorgeprinzip entsprechen. Die Staaten und insbesondere die Industriestaaten sind in der Pflicht, Menschen nicht nur in ihrem Land, natürlich auch in anderen Ländern, vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Und das bedeutet, sie sind aufgefordert und dazu verpflichtet, ihre Treibhausgasausstöße zu verringern oder sogar auf Null runterzufahren. Es gibt im Menschenrechtskontext die Pflicht zur Wiedergutmachung. Wenn Schäden verursacht wurden, ist der Verantwortliche, der Verursacher, in der Pflicht, für Wiedergutmachung zu sorgen. Ja, damit das Recht sozusagen wiederhergestellt ist oder eben entschädigt, die Verletzung entschädigt, angemessen entschädigt wird. Im Umweltrecht entspricht das dem Verursacherprinzip. Wer einen Schaden verursacht, muss ihn auch wieder in Anführungsstrichen reparieren. Ja, das heißt, gerade die Industriestaaten sind in der Pflicht, Entschädigungen zu leisten und andere Länder, Menschen in anderen Ländern, aber auch die ganzen Staaten dazu zu unterstützen, Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen, um zum Beispiel ja, was sein kann, dass man dazu unterstützt, Deiche höher zu bauen, um gegen den Anstieg des Meeresspiegels zu schützen, was heißen kann, dass man neue Anbaumethoden von Nahrungsmitteln unterstützt. Das kann heißen, dass man neues Saatgut entwickelt, was an den Klimawandel besser angepasst ist und. Ja, dass man Brücken sicherer baut. Ja, ich glaube, da haben alle vielleicht auch noch weitere Ideen und Vorstellungen, was das sein kann, um eben vor solchen extremen Wettern, Dürren, Überflutungen ein bisschen geschützter zu sein, damit auf jeden Fall die grundlegenden Menschenrechte gewahrt sind. Ja, die Staaten haben ja zumindest im UN-Sozialpakt auch die formulierte Pflicht zur gegenseitigen Unterstützung. Und wir haben in dem Bericht des UN-Sonderberichterstatters oder dem Zitat des UN-Sonderberichterstatters John Knox ja gesehen, dass sehr, sehr viele gerade soziale Menschenrechte und wirtschaftliche Menschenrechte auch bedroht sind, wie das Recht auf Wasser, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Wohnen. Und ja, deswegen greift eben auch hier gerade zu diesen Rechten eben auch die Pflicht zu gegenseitiger Unterstützung oder eben auch, wie das in der menschenrechtlichen Fachsprache heißt, diese extraterritorialen Staatenpflichten, die über die eigene Staatsgrenze hinausgehen. Auch im Umweltrecht gibt es dieses Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung. Das heißt, die
Staaten, die stärker zu einer Umweltverschmutzung oder aber eben hier zum Klimawandel beitragen, sind auch stärker in der Pflicht, zur Abhilfe beizutragen. Genau, das bedeutet, dass Entwicklungsstaaten, Entschuldigung, Industriestaaten, Länder des globalen Südens dabei unterstützen müssen, Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen und auch dabei unterstützen müssen, dass auch diese Staaten ihre eigenen Treibhausgasausstöße, Entschuldigung, verringern können. Und ein vierter wichtiger Aspekt sind die Verfahrensrechte, die ja gerade bei den Menschenrechten sehr, sehr wichtig sind. Da geht es zum Beispiel darum, dass Betroffene beteiligt werden an diesen Maßnahmen, dass sie nicht nur sozusagen passive Empfänger von Hilfsmaßnahmen sind, sondern dass sie ein Mitspracherecht haben, dass sie gefragt werden, dass sie eingebunden sind und auch Entscheidungen mittreffen können und dass diese Maßnahmen und Programme, die dann ins Leben gerufen werden, eben auch sehr transparent sind, dass die Betroffenen selber eben gut mitverfolgen können, wer ist verantwortlich, wer macht die Umsetzung, in welchen Phasen soll ein Projekt umgesetzt werden, sodass ja, das für alle immer auch klar ist und sie auch Zugriff auf die nötigen Informationen haben. Wenn wir uns aber jetzt genauer die bisherigen internationalen Klimaabkommen anschauen, stellen wir fest, dass Menschenrechte in diesen Klimaabkommen zum Teil größtenteils überhaupt nicht vorkommen, also in der Klimarahmenkonvention oder auch in dem Kyoto-Protokoll kommen sie überhaupt nicht vor. Und im Pariser Klimaschutzabkommen stehen sie in der Präambel, die aber keine rechtsbindende Wirkung hat. Das heißt, sie spielen keine Rolle. Menschenrechte spielen bisher in den internationalen Klimaabkommen keine Rolle. Sie spielen deswegen auch nicht in den Umsetzungsinstrumenten für diese Klimaabkommen. Spielen sie eben auch keine Rolle, weil die Abkommen das aufgreifen, allein das aufgreifen, was in diesen Abkommen formuliert ist. Zwar sind natürlich die Staaten alle die, zumindest die, also alle sind eigentlich politisch verpflichtet, Menschenrechte immer mit umzusetzen und mitzudenken, weil sie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit verabschiedet haben, mit beschlossen haben. Und die Staaten, die die großen Entschuldigung, Menschenrechtspakte, den UN-Sozialpakt und den UN-Zivilpakt ratifiziert haben, sind auch verpflichtet, immer diese Rechte bei jeglicher Politik mit zu beachten. Aber in der Realität stellen wir fest, dass das eben leider nicht immer der Fall ist. Und so beobachten wir, wird dokumentiert auch von vielen Organisationen weltweit, wie leider, muss man sagen, auch Klimapolitik, die sicherlich zunächst gut gemeint ist, gut mit einer wichtigen Intention gemacht wird, auch zu Menschenrechtsverletzungen führt. Mach das an drei Beispielen, verdeutliche ich das. Es gibt ja, im Rahmen der Klimapolitik viele Umsetzungsprogramme und eines dieser Programme, ich lese gerade mal den englischen Begriff vor, heißt Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, abgekürzt RED. Das heißt also, es geht um die Verringerung von Treibhausgasen durch die Verhinderung sozusagen von Entwaldung, von Abholzung von Wäldern und Bodendegradationen. Das sind also in der Regel Waldschutzprogramme oder Wiederaufforstungsprogramme, die unter diesem Programm von internationalen Geldgebern finanziert werden. Und es gibt eben sehr, sehr viele Berichte, aber in verschiedenen Ländern auch der Welt, dass das immer wieder zu Vertreibungen von indigenen Völkern führt, die in Wäldern leben, die ihren normalen Lebensraum in Wäldern haben. Und ein Beispiel dafür ist in Kenia sind die indigenen Sengwer. Das ist ein indigenes Volk, was im Embobut-Forest, im Embobut-Wald lebt, wo es Wiederaufforstungsprogramme und Waldschutzprogramme gibt, die von mehreren Entwicklungsbanken, sowohl internationalen als auch nationalen Entwicklungsbanken, zum Beispiel auch aus Europa, Finnland, zum Beispiel finanziert werden und die im Rahmen dieser Programme aus diesen Wäldern vertrieben werden,
Man bietet ihnen zwar zum Teil, baut ihnen irgendwo Häuser, aber sie sind überhaupt nicht, erstens nicht daran gewöhnt, in Häusern zu leben. Sie haben keine Möbel, sie kommen nicht von jetzt auf gleich mit der Umstellung dieser Lebensverhältnisse zurecht. Und sie haben ja auch über Jahrhunderte, kann man sagen, in diesem Wald gelebt, ohne dem Wald zu schaden. Dennoch werden sie vertrieben und sie protestieren dagegen. Aber sobald sie zurückgehen in den Wald, werden sie wieder vertrieben. Und wenn sie dort ihre traditionellen Häuser bauen, werden diese viele Berichte, dass sie verbrannt werden von Soldaten und dass sie durchaus eben auch wirklich auch körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Ein weiteres Beispiel ist das Programm des sogenannten Clean Development Mechanism. Das heißt ein deutsches Mechanismus für saubere Entwicklung. Das ist ein Programm unter dem Dach auch der Klimarahmenkonvention, wo Industriestaaten Projekte in Ländern des globalen Südens finanzieren können, bei denen Treibhausgase eingespart werden, um so ihre eigene Treibhausgasbilanz zu verbessern. Und wir FIAN arbeitet schon lange auch zu einem solcher Projekte in Honduras, im Bajo Aguan, im Tal im Norden von Honduras, wo es schon seit den 70er Jahren einen wirklich blutigen Landkonflikt gibt um ein Gebiet, was im Rahmen von Agrarreformen eigentlich kleinbäuerlichen Gemeinden zugesprochen war und dann aber über lokale Eliten, Wirtschaftseliten diesen Bauern wieder weggenommen wurde. Und inzwischen eben einem Unternehmen oder einer Unternehmensgruppe gehört, nämlich der Gruppe Dinant, die dort auf diesem Land Ölpalmplantagen angebaut hat, großflächig und die Anlage einer besondere technische Ausstattung ihrer Ölpalmmühle CO2-Ausstoß verringern kann. Und das wurde eben von diesem Clean Development Mechanism offiziell als Klimaschutzprojekt anerkannt, zertifiziert, obwohl diese gewalttätigen, bis hin zu Morden, also da sind mehrere, sind bis zu 50 Morden passiert im Rahmen dieses Projektes an Kleinbauern, die oft nicht aufgeklärt wurden, obwohl das bekannt war, spielte das eben bei der Zertifizierung dieses Projektes überhaupt keine Rolle. Ein weiteres Beispiel, jetzt sehr allgemein geschrieben, Klimafinanzierung. Es gibt eben inzwischen von verschiedensten Entwicklungsbanken und Regierungen und der Weltbank auch Sonderfonds, um Klimaschutzprojekte zu finanzieren. Und ein Bereich, der finanziert wird, ist der Bereich der Entwicklung und Produktion von Agrartreibstoffen, für deren Produktion eben Unternehmen auch von solchen Klimafonds vergünstigte Kredite bekommen können. Und wir wissen eben von Beispielen in Sierra Leone, wo großflächige Agrartreibstoffplantagen angelegt wurden. Dafür wurde örtliche Bevölkerung vertrieben, verdrängt, nicht immer mit Gewalt, aber oft unter Versprechungen, sage ich mal, von Nutzen, von Wohltätigkeit, was hinterher nicht eingehalten wurde, die eben heute fordern, dass sie ihr Land zurückbekommen, weil sie sagen, sie wurden nicht aufrichtig behandelt, sie wurden ich sage jetzt mal salopp an der Nase herumgeführt. Versprechen, die Unternehmen ihnen vorher gemacht haben, die aber nicht Teil der Verträge waren, wurden nicht eingehalten. Und da geht es eben zum Beispiel um eine große Zuckerrohrplantage der Firma Addax, für die Dörfer vertrieben wurden, die inzwischen sogar wieder brach liegt, weil die Firma gesagt hat, das rentiert sich gar nicht, da sollte Ethanol mitproduziert werden. Oder es geht um eine Ölpalmenplantage der Firma Sogfin, auch in Sierra Leone, wo eben auch Menschen Dörfer vertrieben wurden, die sich eben jetzt dagegen wehren, aber ihr Protest eben auch kriminalisiert wird. Ja, was ziehen wir da jetzt für ein Fazit? Das ist im Moment erstmal nochmal ein Resümee sozusagen, nochmal eine Zusammenfassung der Erkenntnisse, die wir bekommen haben, die ich Ihnen vorgestellt habe. Zum einen, der Klimawandel bedroht die Landwirtschaft und damit langfristig die Verwirklichung der Rechte auf Nahrung und Wasser insbesondere von ausgegrenzten, diskriminierten Bevölkerungsgruppen und Regionen der Welt.
Ja, besonders betroffen sind eben Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen und Bevölkerungsgruppen, die am stärksten diskriminiert sind oder wesentlich stärker diskriminiert sind als viele andere. Die betroffenen Staaten, die am stärksten betroffenen Staaten, muss man sagen, haben die geringsten Kapazitäten, sich zu schützen und sich anzupassen. Also diese beiden letzten Punkte, die eben dazu führen, dass man von einer großen Klimaungerechtigkeit sprechen muss. Gleichzeitig führen Klimaschutzmaßnahmen immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen. Und es kommt eben auch zur Anerkennung von Klimaschutzprojekten, obwohl bereits vorher schon dort in diesen Projekten oder im Zusammenhang mit diesen Projekten schwere Menschenrechtsverletzungen passiert sind. Und das lässt für uns zunächst auf jeden Fall mal die Schlussfolgerung zu, dass Menschenrechte in die künftigen Klimaabkommen aufgenommen werden müssen und vor allen Dingen eben auch in die Instrumente der Umsetzung dieser Abkommen, der konkreten Umsetzung aufgenommen werden müssen. Und dafür wollen wir uns eben als Menschenrechtsorganisation auch jetzt einsetzen. Deswegen unser Slogan, den wir für dieses Jahresthema auch haben, der ja auch mal eingeblendet ist: Klimaschutz braucht Menschenrechte. Damit komme ich zum Ende. Ich habe hier nochmal zur Vertiefung Links, Internetlinks aufgeführt, jetzt nur drei. Es gibt natürlich noch viel mehr wichtige und interessante Seiten, aber es gibt zum einen eine Studie von 5 Sonderberichterstatterinnen der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2015. Die gibt es leider nur auf Englisch: The Effects of Climate Change on the Full Enjoyment of Human Rights, also die Effekte des Klimawandels auf die vollständige Verwirklichung von Menschenrechten. Ich lasse diese Seite jetzt hier länger, dann können Sie sich den Link vielleicht notieren, wenn Sie das möchten. Ich habe den abgekürzt über die Bitly-Seite. Sie können sich weiter informieren auf der Webseite von FIAN Deutschland. Wir haben eben zu unserem Jahresthema Klimagerechtigkeit eine eigene Unterseite eingerichtet. Dort finden Sie auch eine Broschüre genau zu dem Thema, zu dem ich jetzt gesprochen habe, die aber eben noch wesentlich ausführlicher ist, wo Sie viele Daten auch noch nachlesen können. Und als ein Beispiel für die kritische Darstellung und kritische Dokumentation auch von Fällen von Menschenrechtsverletzungen durch Klimaschutzpolitik gibt es eine Organisation, die nennt sich Red Monitor, die eben genau zum Beispiel dieses Beispiel der Sengwer in Kenia dokumentiert und viele andere Beispiele, wo es zu Menschenrechtsverletzungen durch die solche Wiederaufforstungsprogramme kommt. Und ja, abschließend eben nochmal mein Dank an unsere finanziellen Unterstützer, die ich hier aufgelistet habe, die ich Ihnen eingangs ja auch schon genannt habe. Engagement Global mit Unterstützung des BMZ, der Evangelische Kirchliche Entwicklungsdienst, Stiftung Umweltentwicklung Nordrhein-Westfalen und Miserior.